Da der WZ-111-5A so neu ist, will ich euch heute den nochmal zeigen. Damit herzlich willkommen zu diesem Video von World of Tanks mit dem chinesischen Tier 10 Heavy Tank auf der Karte Lakeville 10er, 9er, 8er Gefecht. Also von dem her hat er doch da einiges zum Abholzen. Und wir sehen hier mal direkt, wie schnell denn das Gerät ist. Der T-44 als mittlerer Panzer kommt hier nicht davon. Und auch nur die Badget ist unwesentlich schneller. Der Schuss Richtung Lights des Gegners ging aber leider daneben. Dementsprechend noch kein Damage. Aber scheinbar will er noch nicht sofort in die Stadt fahren, sondern er schaut erstmal, was er da noch hier klar machen kann. Wie gesagt, ein wirklich mobiles Gerät. Und auch die Kanone hat es in sich. Nämlich 490 Schaden bei 250 Durchschlag. Und wenn der Durchschlag nicht reicht, Premium hat nochmal 340. Also, da sollte einiges machbar sein. Auch wenn hier sozusagen der ganze Unrat mitgenommen wird, gefühlt, wie man hier so schön sieht. Baumstamm, den kennt man ja. Also, da ist alles dabei. Jetzt aber der CDC. Das ist ein durchaus sehr gutes Ziel. Kaum irgendeine Stelle, wo man nicht durchkommt. Aber der IS-7, der hat es da doch nochmal anders und der hat nicht irgendwie großartig geaimt, sondern er macht hier das ohne einzuzoomen beim ersten Schuss. Und beim zweiten dann jetzt doch und kaum aimt er richtig, klappt auch da der Hit auf den IS-7. Gibt auch ein bisschen Support-Damage. Hier vorne auf die Unterwanne auch da nochmal direkt der Treffer, der durchschlägt. Sehr schön. Und schon hat er nur noch 50 Hitpoints, da kommt aber direkt der nächste IS-7 hinterher, vorne auf die untere Frontplatte. So, jetzt will der CDC es probieren. Der wird sofort angestellt und da fährt er jetzt direkt drauf, rammt ihn ein bisschen und macht hier alles klar. So, jetzt bleibt er vorne auf dem IS-7 drauf. Ja, die untere Frontplatte in dem Winkel kriegt man einfach super gut. Gar kein Problem, jetzt wird er von hinten von seinem eigenen Mate da gekettet. Aber bis dato ist es noch nicht so schlimm, muss da ein bisschen aufpassen. Gegner hat ja eine Arti. So, und jetzt nimmt er aber auch sofort den IS-7 raus. Aber der Panzerkampfwagen 7 hatte damit ein Problem, denn der hat eine Schelle für 558 zurückgegeben. So. Da hat er auf den Turm geschossen, aber da hätte er mal lieber auf die Kommandantenkuppel oben geschossen. Auto-M-Versuch, aber er lässt dann doch. IS-3 von unten, da passt er ein bisschen auf. Hat jetzt hier so eine leicht doofe Situation. Und da macht er jetzt auch noch ein T-54 auf. So, jetzt stellt er sich den CDC so als Schutzschild hin. Wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal, bevor er gar nicht schießt, mal oben auf die Kommandantenkuppels probieren. Ja, genau, genau. Ah, da hat man gesehen, da hat er kurz gebremst. Dadurch hat sich der Aufbau vom Panzerkampfwagen ein bisschen verändert und dementsprechend hat er den Schaden nicht anbringen können. Aber jetzt fährt er hier seitlich und da braucht man natürlich nicht groß einaimen, denn der Schuss geht eigentlich immer durch. So, Type 5 schwer, der ihn jetzt hier auch noch anballert. Also jetzt bekommt das von jedem Teammate erst die Kette, dann der Schaden. Aber er schreibt schon OMG, sorry, also das war definitiv nicht beabsichtigt. Aber trotzdem, egal von wem, eine 542er Schelle macht halt nie Spaß. Ob Freund oder Feind ist eigentlich dabei scheißegal. So, jetzt fahrt auf den T-54 drauf, kettet den auch mit dem Rammschaden jetzt hier. Man sieht schon, T-54 aimt sofort auf die Kommandantenkuppel, aber hat drüber geballert und er wiederum einfach knallhart vorne durch und fertig. So, jetzt muss er aufpassen, dass der IS-3 ihn nicht seitlich schießt. Aber erstmal kriegt er jetzt hier den Panzerkampfwagen sehr schön hin. IS-3 kommt jetzt rum, Auto, ey, macht auf ihn drauf. So, IS-3 will ja den Schuss ansetzen. Trifft auch, kommt durch. Gott sei Dank, der Rheinmetall hier nicht durchgekommen. So, und jetzt muss er in den Infight gehen. Möglichst wenig ihn hier Spiel geben. Er wackelt auch, dass er nicht seine Kommandantenkuppel so leicht beschießen lässt. Aber bevor der IS-3 überhaupt schießt, kann er nochmal den Schuss anbringen. Gott sei Dank. Panther kettet ihn, aber auch der keinen Schaden. Aber das ist halt jetzt alles sehr knapp. 127 Hitpoints hat er. Das ist wirklich nicht viel. Und die Art, ja, den ist auch noch auf dem Kicker. Also jetzt ist er
wirklich hier stark im Fokus von so ziemlich jedem. Da sieht man Panther ganz, ganz easy für 549 Schaden getroffen. Und vielleicht ja hier jetzt schon der Killshot. Nee, das nicht. Wäre auch ein bisschen kackendreist gewesen, aber zumindest hat die Granate nicht schlecht ausgesehen. Gut möglich, dass die auch getroffen hat. So, jetzt fährt er ja auf den Gegner drauf. Der hat da noch einen T-30, der ist aber im Valley. Das stört ihn nicht wirklich. Der Panther, der CDC und der Rheinmetall. Also der CDC, auch der ist auf dem Sprung. Also im Normalfall sollte der jetzt hier keine schwierigen, großen Gegner mehr bekommen. Und jetzt erstmal die Arti weggenommen. Auto-Aim, zack, drauf, weg damit. Und hier der Panther, der Spotting. Und da ist noch der weitere T-30. Der hat ihn noch nicht so auf dem Zettel. Dementsprechend kann er sich da jetzt im Rücken ein bisschen anschleichen. Jetzt nur nicht nochmal einen Teamschaden bekommen. Das will man dann jetzt einfach doch nicht mehr. Und der Rheinmetall, auch der ist schon da. Pass auf. Und er schießt gern aus der Hüfte, aber man sieht halt, teilweise gehen die ja gut daneben. Also da hätte man jetzt auch gut einzielen können mit Shift, ohne dass man da jetzt aus der Hüfte schießen muss. Aber man hat einen schnellen Reload. Dementsprechend kann er jetzt schon weitermachen. Aber der T-30, der schaut schon ganz böse. Der war aus der Hüfte jetzt wieder schön geschossen, muss man sagen. Wobei natürlich auch auf die Distanz nicht so schwer wie der ein oder andere Hit. So, jetzt kommt der T-30 da rum. Der will ihn jetzt fertig machen. Aber auch den bounce dann noch. Und jetzt ist der T-30 der allerletzte, den er da gegen sich hat. Und schade, dass er den nicht zerstört, weil wir sehen, 5 Kills, das wäre sein Krieger gewesen. Schade drum, aber 8916 Damage, das ist aller Ehren wert und ich glaube, das kann man lassen. Mal wieder dann auch mit einem neuen Panzer. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.